Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Gestern war der Campfire-Chat und Leute, da wurde so viel gesagt und gezeigt. Durchgehend eigentlich nur Positives. Es gibt richtig, richtig viel zu bereden, deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt an. Ich werde versuchen, durch die Themen ein wenig durchzurattern, aber auch nicht zu schnell, damit ihr schon auch noch mitkommt. Aber ich werde jetzt nicht zu jedem meine persönliche Meinung sagen oder einen riesen Monolog führen. Weil es wirklich sehr, sehr viel ist, was ich hier mitteilen möchte, weil es auch wirklich sehr viel ist. Als allererstes haben sie angefangen mit dem PTR, der ja war, und haben gesagt, die nächsten PTRs, die kommen werden, werden ein wenig geradliniger sein. Ein bisschen mehr, dass die Leute wirklich testen können. Es war jetzt in den letzten beiden PTRs so, dass es wirklich schwierig war zu testen. Im letzten PTR weiß ich aus meiner persönlichen Erfahrung, dass es erstmal schwierig war, so einen Kompass zu finden, um infernale Horden spielen zu können. Und dann auch schwierig, diesen aufzuwerten. Also ein PTR, der nur eine Woche geht, sollte ja schon dafür da sein, um wirklich jeden Aspekt des PTRs testen zu können. Und das soll in der Zukunft auf jeden Fall verbessert werden. Da werden viele Tools reinkommen, die in der Zukunft im PTR verbessern werden. Dann gab es eine riesen Update zu der infernalen Horde, zu der Höllenhorde. Da hatte ich euch schon vor ein paar Wochen etwas zugesagt. Da wird im Prinzip alles gebufft. Die Kisten werden günstiger, die Wellen werden kürzer, es gibt zwei höhere Schwierigkeitsgrade, die Wellenanzahl wurde geändert und. Da kann man auf jeden Fall sehr gespannt sein. Wird overall einfach besser werden, mit besserem Loot, mit kürzerer Zeit und hoffentlich mehr Spaß. Können wir auf jeden Fall gespannt sein, was da reinkommt. Erinnert ihr euch noch an die Wolfslehre? Sowas wird es auch wieder geben. Es nennt sich dann nur anders. Mother's Gift, wahrscheinlich so Lillys Geschenk. Und dort könnt ihr auch wieder am Ende einen Funken verdienen für jeden neuen Charakter. Sehr cool, dass sie das wiederbringen. Ob das in Zukunft immer so sein wird, dass wir sowas haben werden, werden wir dann sehen. Aber sehr cool, dass sie das auf jeden Fall wieder zurückbringen. Um in diesem Journey voranzukommen, müsst ihr eine neue Dungeon-Form absolvieren. Das ist sowas wie eine Mini-Höllenhorde. Dort könnt ihr dann Erfahrung sammeln für die Mother's Gift und ihr bekommt dort ebenfalls auch Burning Aether. Dann gab es ein paar Änderungen zur Höllenflut. Erstmal wurde die Droprate von den Herzen runtergesetzt. Das ist ein bisschen schade. Allerdings wurde zusätzlich auch die Glutmenge, die ihr auf Weltstufe 1 und 2 braucht, von 100 auf 75 runtergebracht. Das finde ich sehr interessant. Wie ihr schon wisst, habe ich ja im letzten Video schon gesagt, kommt der Mind Cage zurück. Bedeutet, ihr könnt wieder mit dem Mind Cage rumlaufen. Das ist auch wichtig, weil alle Gegner über Level 100 eine 100% erhöhte legendäre Item-Drop-Rate haben. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und nicht nur, dass die Mind Cages zurückkommen, ihr könnt 3 Stück auf einmal einsetzen. Das wird Season 5 only sein. Die Gegner sind dann Level 130 oder so. Also das ist schon sehr, sehr krass. Da bin ich sehr gespannt, wie das abgeht dann in der Höllenhorde. War ja schon letzte Season, Season 4 war ja schon Season der Höllenhorde. Könnte gut möglich sein, dass Season 5 wieder die Season der Höllenhorde wird. Dazu gibt es auch noch immer 10 grausige Gaben, die ihr dort verdienen könnt in jeder weiteren Höllenhorde. Das Einzige, was wirklich noch fehlt, ist, dass man Glut von einer Höllenhorde in die nächste rübernehmen kann. Das ist ein Feature, das wünsche ich mir so doll. Aber ja, warten wir ab, ob das irgendwann kommt. Weltbosse sollen endlich stärker werden. Ihr wisst das aus dieser Season, Season 4. Weltbosse erscheinen, Weltbosse ist tot. Das soll wohl in Season 5 nicht mehr der Fall sein. Und Weltbosse sollen sich wirklich challenging anfühlen. Da bin ich sehr gespannt. Der Schaden von den Grubenbossen wurde um 66% reduziert. Das finde ich krass. Finde ich aber auch gut, weil das immer so, ja, ich fand die Grubenbosse an sich immer viel zu stark für das Dungeon, was sie vorher gemacht hat. Es war oft so, dass man das Dungeon echt gut hinbekommen hat und der Boss einen dann wirklich gekillt hat. Vor allen Dingen, wenn dann irgendwie 3, 4 Bosse auf einmal auf einen einschlagen. Zusätzlich kann man jetzt auch Potions zünden, wenn man in Crowd Control ist. Also ich denke mal, der Dungeon Boss am Ende einer Grube sollte auf jeden Fall jetzt einfacher zu machen sein. Wenn wir gerade bei der Grube sind, in der Zukunft wird es so sein, dass wenn ihr in Multiplayer dort reingeht, jeder die gleiche Menge an Schmiedematerialien bekommt. Das war in der Vergangenheit so, dass nur der gezündet hat, den Pit, die Grube, die maximale Anzahl an Schmiedematerialien bekommen hat und alle anderen nur 50%. Das wird jetzt so sein, dass jeder immer die volle Anzahl der Schmiedematerialien bekommt. Ist ganz cool für den Multiplayer, weil
Sagen wir ehrlich, niemand oder relativ wenige haben den Grube im Multiplayer gemacht, weil eben die Schmiedematerialien nur der bekommen hat, zu 100% der den Pit auch gezündet hat. Zu den Endbossen hatte ich euch ja auch schon was gesagt. Das wird jetzt so sein, habe ich euch im PTR ja auch gezeigt, dass der Altar wieder erscheint, wenn ihr einen Boss besiegt habt. Und dann könnt ihr Boss sofort wieder herausfordern. Level 200er Bosse kosten nur noch eine Scherbe, nicht mehr zwei. Das ist sehr cool. Und Ice in the Beast wurde der Dungeon extrem krass reduziert und Warschamp braucht nur noch ein Teil, ein Bodypart, um den zu rufen. Das wird auch sehr krass. Ich glaube, Warschamp-Part, das wird richtig crazy werden. Dann gab es eine ganze Batterie an Bugfixes. Da will ich jetzt nicht durchgehen. Das wäre wirklich viel, viel, viel zu viel. Und es gab extrem viele Balance-Änderungen. Ich glaube, wenn wir die komplett einmal durchgehen würden, dann wird das Video hier über eine Stunde gehen. Ich werde euch alle Balance-Änderungen unten reinpacken in die Videobeschreibung, da gibt es nämlich schon Patchnotes, da könnt ihr euch das selber durchlesen. Vielleicht ein, zwei kleine Worte. Magier werden gebufft, das wussten wir ja schon. Die Kern- und Mastery-Skills werden um ungefähr 15-20% erhöht. Barbaren werden geschwächt. Die waren ja sowieso overall die letzten vier Seasons immer viel zu stark. Die werden overall geschwächt. Druide wird gebufft, Rogue wird gebufft und auch der Necro wird gebufft. Was ich krass finde, da werde ich gleich auch ein paar Sachen zu zeigen. Fast jedes Unique wurde abgeändert. Jedes Unique ist anders, als ihr es jetzt kennt. Da kann ich mal ein paar Beispiele als Bilder hier einfügen. Zum Beispiel den Höllhammer haben sie als einer der ersten gezeigt. Da gibt es jetzt einfach 300 Stärke auf dem Höllhammer. Das könnte sehr, sehr krass sein. Und ja, da hat sich sehr, sehr viel getan bei den ganzen Uniques. Und eine Sache, wo ich extrem drauf gespannt bin, sind die neuen mystischen Uniques. Jetzt denkt ihr euch, was für neue mystische Uniques? Mystische Uniques werden in Zukunft die Uber-Uniques genannt. Also in Zukunft dürft ihr oder solltet ihr nicht mehr Uber-Uniques sagen, sondern mystische Uniques. Die sind ja jetzt auch blau-lila und haben jetzt auch einen richtigen Namen, nämlich Uber. Mystische Uniques. Und die haben sich auch alle geändert. Da will ich auf jeden Fall durch alle durchgehen, weil das sehr, sehr krass ist. Andariels Visage zum Beispiel von 18 zu All Stats auf 77 zu All Stats. Attack Speed von 10% auf 30% und 10 Maximum Poison Resistance anstatt 60 Poison Resistance Flat. Das heißt, ihr könnt mit dem Greater Affix da über 90% oder so haben auf eurer Poison Resistance. Das ist sehr, sehr cool. Sternloser Himmelring, jetzt 17,5% Attack Speed, 12,5 Crit Chance, 12,5 Lucky Hit und 2 Ränge zu Kern anstatt Kern Damage. Sehr, sehr krass. Ahavarion Stab kriegt jetzt 18% auf alle Stats. 33% Movement Speed, das ist sehr, sehr krass. 66% Resistance zu allen Elementen, da habt ihr alleine mit diesem Stab alle Elemente auf Maximum. Und nochmal eine Lucky Hit Chance, um den Gegner zu stunnen. Am Effekt wurde leider nichts geändert. Ich weiß nicht, ob der Stab mittlerweile dann spielbar ist, weil All Stats, Movement Speed und Resistance ist schon sehr krass, aber der Stab-Effekt ist halt leider nicht so geil. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr den Stab spielen werdet. Geschmolzenes Herz, 15% Lucky Headshot, 25% Movement Speed. Das ist sehr, sehr krass, weil ihr müsst immer überlegen, da kann ja auch ein Greater Affix drauf sein. Dann ist man bei dem geschmolzenen Herz bei 40-50%, wenn ihr das noch ein paar Mal krittet, beim Schmied. Also das muss man auch nochmal im Hinterkopf behalten. 15% Ressourcengeneration und 15% Damage Reduction. Wenn ihr euch überlegt, 15% Damage Reduction mit dem geschmolzenen Herz und dann noch Harlekins Krone mit 20% Damage Reduction, das kann richtig, richtig krass stacken. Tyraels Macht, ihr wisst, ich bin übelster Fan von dem neuen Uber-Unique, was Season 4 reingekommen ist. 16,5% Movement Speed, 7,5% Maximum Resistance zu allen Elementen. Das war vorher 5. Das heißt, wenn man das mit einem Greater Affix hat und dann auch nochmal crittet, kann das nochmal richtig hochgehen. Dann ist man irgendwo bei über 85% Maximum Resistance. Sehr, sehr cool. Dann nochmal alleine 60% Resistenzen zu allen Elementen und nochmal 20% Damage Reduction. Da haben wir schon das geschmolzene Herz, Tyraels Macht und dann noch Harlekins Krone. Dann seid ihr irgendwo bei über 60% Damage Reduction. Ist natürlich alles Prozentrechnung, das heißt, ihr kommt nicht wirklich auf 60%, sondern es wird immer wieder mal genommen, der Prozent.
des Prozentsatzes, aber trotzdem extrem krass. 30-40% sollte doch auf jeden Fall machbar sein. Großvater, Leute, 150 zu allen Stats, über 3000 Leben, da hat sie nicht viel getan, aber 20 Maximum Ressourcen und 300% Damage. Das ist schon echt richtig, richtig krass. Dumi, 114 zu allen Stats, 35% zu Max Life, das war vorher 26%. Das mit dem Gelder Affix und mit Crits, das kann, also da könnt ihr richtig, richtig viel Leben rausholen. 10% Damage Reduction, haben wir wieder Damage Reduction und die Lucky Hit Chance für den Heal. Auch der Heal wurde erhöht, vorher waren es ja 1000 Life, jetzt sind 2600 Life. Und als letztes Harlekins Krone, 1800 Leben, 18 maximale Ressourcen, 2500 Armor, das ist crazy. Und 20% Cooldown Reduction, da war das Internet ja schon voll. 20% Cooldown Reduction mit dem Greater Affix und Crits könnt ihr auf 50% Cooldown Reduction bekommen. Nur mit Harlekins Krone. Und eine Mischung von all diesen mystischen Unix kann endlich wieder dazu führen, einen richtig, richtig krassen Build auf die Beine zu stellen. Da habt ihr zwar noch kein Build, der irgendwie Schaden macht, aber defensiv sind die ganzen Sachen hier richtig, richtig krass. Dann noch ein paar Kleinigkeiten im Durchlauf. Wenn ihr die Höllenhorde in der Gruppe macht, dann kann natürlich jeder seine eigene Kiste aufmachen. Die neue Klasse Spiritborn wird bei der Gamescom spielbar sein. Das heißt, für alle, die auf die Gamescom gehen und an den Blizzard-Stand gehen, ihr könnt dort die neue Klasse schon anspielen. Unix können, wie auch in der Vergangenheit, natürlich nicht gehärtet werden, aber Unix können gehärtete Affixe haben. Da bin ich sehr gespannt, wie das dann in der Praxis aussieht. Dann gab es einen Sneak Peek in der Vergangenheit zum neuen Paragon-System. Vielleicht hat der eine oder andere das von euch mitbekommen. Es gab in der Vorstellung zum Spiritborn einen kleinen Shot, wo man gesehen hat, dass das Level Cap 60 war, mit in Klammern eines Levels. Und da wurde gesagt, dass jetzt nichts kommt an der Änderung, aber dann in der Zukunft, dass es Änderungen zum Paragon-Board geben wird. Da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Außerdem soll es in der Zukunft Änderungen zu den Social-Features geben. Da hoffe ich ganz doll, dass es endlich Änderungen zu den Clan-Features gibt. Der Clan ist ja aktuell wirklich ein ganz schwieriges Thema, weil man da gefühlt gar nicht miteinander interagieren kann. Dann hätte ich euch auch schon erzählt, Rerolls werden erhöht für jeden Greater Affix, den ihr auf einem Item drauf habt. Das heißt, ein Unique mit 4 Greater Affixen könnt ihr 4-mal öfter rollen. Und die Höllenhorde benötigt nur einen Kompass, wenn ihr in einer Gruppe spielt. Das ist natürlich auch wichtig, dass nicht jeder einen Kompass dabei haben muss. Wieso sage ich das so explizit? Ich meine, in Season 3 war es ja schon so, dass man für das Dungeon, dass jeder das Zündmaterial dabei haben müsste. Das fällt jetzt hier auf jeden Fall weg. Ja, Leute, und das war es im Großen und Ganzen. Ich bin natürlich, habe viele Themen nur angerissen, aber das würde sonst einfach zu weit führen. Schaut euch da auf jeden Fall entweder nochmal den Livestream an von dem Campfire Chat oder schaut unten in die Patch Notes. Sehr viele interessante Sachen, gerade die ganzen Unix, die sich ändern und viele, viele Klassenänderungen. Wenn ihr also eure Lieblingsklasse habt und sehen wollt, was ändert sich da ganz genau, schaut auf jeden Fall nochmal in die Patch Notes rein. Wie gesagt, die sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Mein Highlight sind auf jeden Fall die Änderungen zu dem mystischen Unix. Ich glaube, an den Namen müssen wir uns erstmal ein bisschen gewöhnen. Da habe ich sehr Bock, die alle zu farmen und zu bekommen und dann auch zu nutzen. Greater Affix auf Harlekins Krone mit Abklingzeit wird wieder so ein bisschen der heilige Gral sein. Ich habe es ja in Season 4 leider nicht geschafft, eine Harlekins Krone mit mehr als einem Greater Affix zu bekommen. Da hoffe ich sehr, dass es in dieser Season anders läuft. Dann noch ganz wichtig, die Season läuft ja nur 2 Monate und dann kommt ja schon Season 6. Also alle auf jeden Fall reinhauen und nicht zu lange warten mit der Season. Ich wünsche uns allen ganz viel Spaß. Season Start ist nächste Woche Dienstag, wie gewohnt um 19 Uhr abends. Ich werde es natürlich auch wieder livestreamen, wenn ihr da dabei sein wollt, einfach mal Twitch abchecken. Wenn ihr nicht so Season 5 von Diablo 4 verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da, das würde mich sehr freuen. Und ein Like auf dem Video würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und ich sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.